Die holt irgendeinen Schrank für dich. Schon wieder was für dich. Ja, nur für dich. Mal beiseite gehen, Hannes. Geschäfte. Da, 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 ja, prosta, prosta. Ja, prosta. Mit Puzzle. Was ist das? Nur zum Lesen. Leonard, danke. Die Mama liest vor und Junior. Там медь. Nehmen Sie mit für 3 Euro. Ist das Kupfer, meinen Sie? Kupfer? Das ist Kupfer. Kupfer. Ja. Меня, кстати, спрашивали за медь. Ну, как ее отослать? Это в Армению. Фигурки. Зайчик. Матовое стекло. Угу. Оно как заморожено, ага. Как из-за льда. Ага. Ледовое стекло. Чтобы ничего не упало. Угу. Ну, я так вижу хорошо. Угу. Как замороженное. Угу, Was kosten die Figur? Eine Figur 6 Euro. 6 Euro. Угу. Welche Marke ist das? Keine Ahnung. Wissen Sie nicht? Weiß ich nicht. Aber bestimmt alt. 6 Euro за одну фигуру. Ja, aus Eis, ja. Угу. Как ледяное. Ja, это старый графин. Тарелочка. А, и тарелка красивая. Сейчас я посмотрю, что это за тарелка. Кайзеровская. Красивая. А это чья? Тоже кайзер. Кайзер, да? Was kosten diese Groschen? Welche möchten Sie denn? Ich meine allgemein. Also würde ich sagen 1 Euro. Pro Brosche. Pro. Wie alt sind die Broschen? Ja, die sind 30 Jahre vielleicht. 30 Jahre. Ja. Die sind also handgearbeitet, ne? Ach so. Das ist Seidenmalerei. То есть роспись по шелку, да? Здесь я вошла на Хаугелиотис, да? Он вас костен детей, да? Роспись по шелку. Да, ничего, да? В принципе. Возьмем за 3 евро тарелку и 2 брошки. Или как? Побитая, да? А, молодец, что ты смотришь. Очень угу. Угу. И пониже так, что я все равно вверх не могу поднять. Угу. Угу. Сейчас я посмотрю. Weimar, oder? Ja. Und was kostet das Service? Das ist jetzt ein komplettes Service. Ja. 175 Euro, alles komplett, ja. Also wir würden es gerne eben auch vollständig verkaufen wollen, ja. Das ist um die 1950, ja. Kobalt mit Gold. Ist echt Kobalt, ja. Ja, sehr schön. Mhm. Ich glaube, lediglich ein von den kleinen Tellern fehlt, aber ansonsten ist es komplett, ja. Dann fängt es wieder an. Das hört man auch, dann fängt es wieder an. Immer aber besser als die Hitze. Auf jeden Fall. Die Natur braucht schon Wasser. Ja, wenn die Wälder schon austrocknen, das ist schon ein Zeichen. Ganz schön. Griechisch. An dem Baum. Der hat im letzten Jahr unter der Hitze schon gelitten. Vorher hatten wir da keinen Ass und keinen Stamm. Ja. Es war immer nur grüner. Jetzt sieht man so viel Geld. Ja, letztes Jahr hat schon angeschlagen und dieses hat genau. Dazu was gegeben. Der originale Tarion. Oh, wo die ist? Kaiser. Die und was kostet das? Da wollte ich gerne 9 Euro dafür. Das ist ja bestimmt so.
Das ist vom Kaiser aus Staffelstein. Ja. Und diese Form ist ausgewählt. Ganz, ganz ungewöhnlich. Ja, vor allen Dingen da auch mit dem Das ist das erste Mal vom Kaiser. Ja, ich habe so eine Schale auch noch nicht gesehen. Und die Farben sind so auch elegant. Genau, und Kaiser gibt es ja auch nicht mehr. Ne? Also von daher ist es schon auch... Ja, schon. Bald Rarität und fast Antiquariat dann die Schale, meine ich. Und ist das KPM-Vase, oder? Ja, das ist so eine Deckelvase, ne? Kaiser. Auch Kaiser. Mhm. Und was kostet diese Vase? 15. Mhm. Echt Kobalt? Kobalt, ja. Sehr schön. Sehr schön. Haben Sie das selber gekauft? Ja, ich bin in Bad Staffelstein, da wo Kaiser war. So. Da bin ich geboren und aufgewachsen. Mhm. Und daher ist es noch. Ja. Kann mir schon vorstellen, was Sie daheim alles haben. Geht eigentlich. Ja, also das ist. Und weil es eben, weil es auch nicht mehr produziert wird. Mhm. Das ist interessant, also so 10 Jahre. Also, ich weiß es nicht. Vielleicht 9 Euro? Weil auf 10? 15 war natürlich eine Verhandlungsbasis, aber dafür. Очень красиво. Welches Jahr ist das Herstellung? Wissen Sie ungefähr von Ries? Also, ich würde jetzt mal sagen, es müsste ungefähr vor 30 Jahren gewesen sein. Mhm. Auf jeden Fall. Ungefähr. Mhm. Mhm. Klasse, oder? Mhm. Also das ist nicht so alt, das ist glaube ich 15 Jahre alt, aber das ist bestimmt schon 30. So, dann steht Kobalt Master steht, da? Schon seit 9 взять hier, da? Also 9 Euro. Wir können uns bei 12 treffen, wenn ich sage 15 und Sie sagen 9. Also. Nee, also für 10 würde ich Sie kaufen. Aber 10, ja, ist für uns. Ja. Gut. Haben Sie vielleicht Zeitung? Oh, ich habe ganz viel. Ich habe sogar eine Tüte dazu. Ja. Oh, wäre sehr lieb. Ich sage, so 10 Euro, da. Eine Tüte, ja. Wir haben ja da drin. Was macht ihr denn? Ja, ich packe es Ihnen ein. Ja, packen Sie ein, ja. Ich gehe da rein ins Haus. Alles klar. Ja, bitte schön. Auch ein. Okay. Тоже красивейшие, но они, видишь, без марки, но очень красивые. Угу. Видать. Ах. Бавария. А, да, видишь, на чашечке нету. Угу. Ну, Бавария, наверное, какая-то все-таки мануфактура. Угу. Какая-то мануфактура, наверное, все-таки. Угу. Может быть, она настолько старая, что нету. Oh, jetzt muss man wieder aufdecken. Wir haben die ganzen Jahre immer Glück mit dem Wetter. Aber glücklicherweise haben sie die Waren, die kein Regen. Ja gut, das lässt sich alles schon trocknen. Genau. Ja. Weicht nicht durch. Genau. Stoffsachen. Вот такое красивое место. Набережная. Река Майн, романтичный дождь, пароход целый. Как здесь красиво, и даже в дождь все равно романтично. Вот прогулочный дизель теплоход под названием Барбаросса отправляется за очередной партией.
туристов. Все очень живописно. Все и красиво. Счастливого плавания. А мы дальше посмотрим, может что-то снимем. Такой живописный городок, вообще просто песня. Вот такая здесь женщина сидит давно. Вот. Создана эта скульптура в 50-м году. Называется Зитценде, то есть сидящая. Сделал ее Фрид Хойлер, скульптор, который родился в 1889 и, к сожалению, ушел от нас в 1959 году. Вот она здесь сидит. С 50-го года, слава Богу, никто ее не обидел, никто не надругался. Дай Бог, чтоб сидела и дальше. Вот дождик. Дождик. Ну, зато красиво. Вот так все очень экзотично выглядит. Все очень красиво выглядит и романтично. И одиноко стоят 4 хрустальных фужера. В дождь смотрят на проходящих людей. Да. Вот такая вот красивая группа. Все очень экзотично. Или it's okay. Вот такие вот улочки. Вот такие улочки. Ясно. Да, я ничего не вижу. Все такое фирменное. Но дождь. Дождь смывает все следы. Так. Это японская ваза. Это японская ваза. Нет, это хороший, да. Вот, это тоже мы уже видели, помнишь, такое? Ага. Это тоже воды как. Вот такой сервизик красивый. Но... Сервизик красивый, да. Угу. Но видишь, из-за того, что тут тонна воды... Да, да. Ничего не то самое. Ты не увидишь. Угу. Все, видишь, как намокло. Угу. И обкидывает. Ну, пошли дальше. Сейчас я вот эту штуку гляну. Вот она. А можно спросить, Бетвеш, почему? Бетвеш, да? А. Она уже, конечно, намокла, но она же в этом. Угу. Лебеди. Ох, и лебеди. У вас космоди швены? Швены? Сет швены. Das ist die Übertopfe für Blumen. Ja, genau. Ja, oder für, ja, oder 5 €, haben Sie gesagt, oder? Nee? Welche? Nee, nee. Oder eine. Eine. Da könnten Sie alle brauchen. Dann machen wir einen besseren Preis. Und welcher Preis ist das komplett? Komplett? Für alle 3 8 €? Mhm, okay. So. Kann man auch bepflanzen, ne? Also ohne Topf eigentlich nur die Pflanzen dann rein. Ja. Was kosten die Bettwäsche bei Ihnen?
Ja, das sind die Tüte. Die Petrische habe ich vorhin mit einer Reihe gekauft für 4 Euro. Ein da unten zu, das ist auch noch. Das ist halt Winter, ne? Ja. Хорошая, не? Я думаю, ничего. Подержи там этот. Давай так посмотрим вот это. Вот так внимательно посмотреть. Я просто. Просто смотреть, понимаешь? И видеть очень красивые брошки. Это смотри, тоже симпатично вот это вот. Да, осторожно. Высоко не поднимает ли? Вроде бы да, и с увеличением размера. Секундочку. Секундочку. Это она расстегнута. Ну, все есть камушки, да? Да, я хотел бы именно это. Я хотел бы именно это, но я в авто. Zwei Euro. Und die Brosche? Auch 2. Ach, oder 1 Euro. Und diese Tasse mit Untertasse, diesen Set? Da wollte ich 8. Welche Marke ist das, wissen Sie? Ich weiß nicht, wie die heißt, aber das ist eine ganz ausgefallene irgendwie. Ja. Ich glaube, dann soll er ein bisschen größer sein. Das ist eine, die man nicht oft sieht, finde ich. Interessant, oder? Das ist ein Buch, ja. Ich suche ein ganz bestimmtes Kinderbuch, wo die wilden Kerle wohnen. Ist das hier dabei? 1 Euro. Ich glaube nicht, nein. Sagt mir was, aber... Das ist ein Grand. Ich suche jetzt nicht. Also ich nehme dann. Okay, aha. Ich nehme schon 1 Euro. Ja, Dankeschön. Dankeschön. Danke, gerne. Also. Tschüss. Вот Тиршин роет, Aber der Dongi kommt jetzt gleich mit Pizza, oder? Nein, es gibt ja keinen ganz Verzeihung, kannst du jetzt noch die Pizza kriegen. Ah, das ist wieder ein Kraft. Nächstes Jahr für Kathy Bratwurst.
Ja, das hat er mal vor Ewigkeiten gemacht. Wo er mal motiviert war. Ja, ich dürfte ja, ich habe ja das Gesundheitszeugnis. Ich habe ja die Gesundheitsbelehrung jedes Jahr. Naja, da freut es ja in der Gemeinde. Irgendwann nehme ich dumm holen. Soll ich dir irgendwas kochen? Willst du irgendwas bestimmen? Machst du mir Spaghetti? Ja, das ist schon aus.